Hey zusammen, willkommen zurück zu Lego City Undercover, diesmal natürlich auch wieder mit Cam. Das ist alles wie Chase? Gehabt. Ja, Honey? Ich hab mich verfahren. Können wir die Wette abbrechen, bitte? Nee, eigentlich nicht. Okay, aber egal, dann habe ich mehr Zeit, um Scheiße zu machen. Wir gehen doch nicht direkt zum Ziel, da am Arsch. Ach, da hinten ist es auch schon. Ich fahr da jetzt erstmal dran vorbei. Probiert es erstmal irgendwas zu zerstören. Und warum steht denn da X? Ah, geil. Wie geil ist das denn bitte? Da kann man ja dann super schnell switchen. Ach, Nitro hat's leider nicht. Warte mal. Um Superbauten freizuschalten, benötigst du mehr Polizeierfahrung. Wo ist mein Wagen? Ist der das? Und... Wow! Oh, das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. So, okay. Erstmal hier hin. Gucken wir uns den Banküberfall mal an. Spielen wir mal eine Runde Payday. Obwohl, nee, bei Payday ist man ja der Verbrecher. Hups. Mit erhobenen Händen rauskommen! Ja, genau. Lassen sich dann so verarschen. Okay, auf geht's. Halte den Fluchtfahrer an und nimm ihn fest. Okay. Boah, bleib stehen, du Sack. Boah, nice. Nice. Das halte... Alter, was war das für ein... Wie gut ich einfach bin. Warte mal, wie fahre ich nochmal rückwärts? Achso. Okay. What damn? Oh. Nein, aufhören. Hä? Bleib stehen! Ach so. Verhafte ihn. Polizei! Ach so, ah. Nein! Damit kommst du nicht durch. Diese Stadt gehört jetzt den Gaunern. Ja, natürlich. Was? Was haben die denn alle für Sprachfehler? Das sind doch alles voll die Gestörten. Damit kommst du nicht durch. Aber okay. Da hat man schon mal. Den Grund, warum er denn wahrscheinlich auch ja, Verbrecher geworden ist. Weil er nicht gerade der hellste ist. So, warte mal, wo muss ich jetzt? Ich guck mal kurz auf der Teil hier. Was ist denn das? Chase, hast du was Neues für mich? Nee. Ja, ich habe den Fluchtfahrer festgenommen. Sehr gut. Gutes Timing noch dazu, denn jemand vom Roten Café hat nämlich gerade einen Clown gemeldet, der auf das Dach steigt. Könnte einer der Verbrecher sein. Entweder das oder ich versaue einem Kind gleich die Geburtstagsfeier. Oh. Bin unterwegs. Okay, wo ist das? Ich bin doch schon da, oder? Wo meine Polizeitrillerpfeife wohl ist? Ein Pfiff damit und der gesamte Verkehr steht still. Ah, dafür ist das. Warte mal, nicht zivil, sondern genau. Hey, alle mal herhören. Ist irgendjemand hier zufällig ein Clown-Bankräuber? Oh Mann, wäre ja auch zu einfach gewesen. Ich kontaktiere wohl besser Ellie. Schon wieder? Okay. Ellie, hier ist kein Clown in Sicht. Keine Sorge, ich habe gerade die Scan-Software deines Kommunikators aktualisiert. Benutze sie, um dich vom Dach des Restaurants aus umzusehen. Sie wird dir als Räuber verdächtigte Personen anzeigen. Und dann? Nimmst du sie fest? Freigeschaltet. Kriminellen Scan. Okay. A drücken. Quatsch, was muss ich drücken? Ah. Jetzt sag mal nicht, ich muss da Teil heben oder so. Scan schließen. Och nein, jetzt ich muss da echt drehen. Okay, dann schalte ich die mal kurz ab und probiere das mal irgendwie, ach keine Ahnung. Hä? Halte das Video-Gamepad in Höhe des Fernsehbildschirms um. Ja, hab ich doch. Nur, boah, was sind die... Wo sind sie denn? Halte. Okay. Ach so. Oh, ich sollte vielleicht mal auf das Gamepad gucken. Ah, das ist schon mal interessant. Alter, ich weiß überhaupt nicht, wie man sowas. Wie soll man denn sowas abfilmen? Das geht gar nicht.
Ja. Wer ist davon jetzt der Verdächtige, frage ich mich gerade. Gott, ey. Ich bin aber auch ein kleiner Noob. Die sehen doch alle gleich aus. Also geht's auch so? Nee, ne? Das ist der Zoom. Das ist alles nur der Zoom. Schade, bei Zombie U wäre das noch gegangen. Hier nicht. So, ich zoome mal rein. Kann sein, dass ich jetzt total leise bin. Bewege den linken. Ja, mach ich doch! Mach ich doch! Scan schließen. Hab ich ihn jetzt? Ich weiß es nicht. Das gefällt mir gar nicht. Nö, anscheinend ja nicht. Warte mal, da hinten habe ich einen gescannt. Den sieht man jetzt aber auch nicht mehr. Okay, dann muss ich nochmal gucken. Was bist du denn für ein Spaten? Nochmal reinzoomen. A drücken geht nicht. Okay, da hinten immer noch der Typ Verdächtiger. Halte A um das... Ach so, jetzt fixiere er den erst. Aha. Denk dran, die rote Markierung auf der Karte deines Wii U Gamepads zeigt dir an, dass ein Räuber in der versteckt. Okay. Oh, mal ein bisschen Leben in diese Betonwüste bringen. Oh, so gefällt's mir. Entzückend, auch wenn ich es selbst sage. Das ist jetzt aber ein Zufall, hör mal. Oh, so weit ist es also gekommen, dass ich die Pflanzen eines Fremden bewässere. Okay, warte mal. Aua, das wollte ich eigentlich nicht, das tut mir leid. Officer? Guten Tag. Ich kann Lego-Ranken hinaufklettern. Achso, springen. Hups, da springen. Sehr gut. Oh, da ist er. Erwischt. Okay, aber wir gehen erstmal hier gucken. Bring die Kiste zu einer grünen Bodenplatte. Eine grüne Bodenplatte. Wahrscheinlich, um da hochzukommen. Kannst du nicht so hoch springen? Nee, kann ich nicht. Du machst es mir echt nicht lang. Mach's gut. Oh, okay, warte, hier ist noch irgendwas, was ich irgendwie nicht aktivieren kann. Egal. Ach, das ist... Okay, gut. Hey, Hans, kletter doch in der Bodenranke hoch. Oh, kaputt gemacht. Hab ich leider kaputt... Ja, hört auf mich zu ärgern, Mann. Was soll denn das? Hä? Wozu das denn? Achso. Hä? Achso. Ja, gleich habe ich dich, gleich habe ich dich. Oh. Scanner-Symbole in Form von Fragezeichen zeigen. Aha. Ah, drücke, um einen Gegenstand aufzunehmen. Den packen wir jetzt hier dran und dann fließt es hoffentlich. Haha, cool. Und nu? Was jetzt? Kann ich jetzt nicht irgendwas machen? Kann ich ja zerstören? Ja klar, natürlich, damit das Wasser weiter fließen kann. Jetzt ist da schon wieder was im Weg. Sag mal, warum ist denn hier alles voller Dreck? Nee, oder? Das tut mir leider leid. Das tut mir leider leid. Das war's jetzt aber, oder? Nee. Der Mülleimer. Da müssen wir noch hin. What the? Ach so, okay. Los, gedeihe! Der ist aber auch typisch Lego. Also jetzt jedenfalls auf die Spiele bezogen. Dass immer irgendwie was wächst. Und also ich denke, da werden sie sich auch treu bleiben. Genauso wie mit dem Aufbauen. Halt, im Namen des Gesetzes. Der einzelnen Gegenstände, die dann da immer halb kaputt auf dem Boden rumliegen. Ja klar. Wem willst du das denn erzählen? Du kriegst mich nie. Doch, ich denke schon. Aber das glaube ich, ne? Achso, nochmal A. Wo ist mein Auto? Okay, wir können das auf die harte Tour oder auf die weiche Tour machen. Die weiche Tour.
Einer der anderen Räuber wollte auf einen Frachter springen, falls was schief läuft bei dem Überfall. Und, kriege ich diesmal eine hübsche Zelle? Sicher. Wow, das war wirklich die weiche Tour. Und da ist er weg. 2 von 3, okay. Kontrollpunkt abgeschlossen. Chase, hast du den Räuber geschnappt? Dein Timing ist verblüffend. Und ja, er ist in Gewahrsam. Hä? Einer der anderen Räuber ist wohl an den Docks. Achso, einmal drücken. Willst du den auch festnehmen? Ich check mal meinen Kalender. Ruf mich an, wenn du ihn hast. Gut, dann gucken wir mal, wo ist er denn? Gedrückt halten. Achso, okay. Gut. Dann fahren wir mal eben so ein paar Sachen um. Ich denke, die Punkte, die werden wir noch gebrauchen können. Alter. Hui! Meine Schuld. Das tut mir leid. Und, ja, alles wegcrashen. Ich finde die Idee richtig geil, hier mal so eine Art GTA-Teil rauszubringen von Lego. Das ist ja mal wieder was völlig anderes, was völlig Neues. Im Vergleich zu den anderen Lego-Spielen. Warte mal, da, ja, ich bin richtig. Dann überfahren wir hier noch ein paar Mannequins, aber die weichen immer viel zu gut aus. Mist, Nitro hat der Wagen auch nicht. Und aussteigen oder kann ich da, warte mal. Ich drehe einmal. Yep, genau, das war richtig. Und da stoppt die Movie-Aufnahme. Nice. Das war's. Okay. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, wartet jetzt mit diesem Part. Ich denke, wir machen das jetzt einfach mal so, dass ich den Part stoppe, wenn auch die Aufnahme der Kamera stoppt. Das kann ich ja nicht wirklich beeinflussen. Dann danke fürs Zugucken. Wäre natürlich wie immer nett, wenn ihr den Part hier bewerten könntet. Wir sehen uns beim nächsten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.